herzlich willkommen zum großen Jahreshoroskop. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ein unglaublich spannendes Jahr neigt sich wirklich dem Ende. Und wir wollen das Ganze natürlich mit Ihnen eine Revue passieren lassen. Mit wem könnte man das besser als mit der Star-Astrologin Gerda Rogers? Grüß Gott, Frau Rogers, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ja. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Und wir wollen alle Jahre wieder wissen, wie sieht es aus mit unserem Horoskop. Denn man muss sagen, ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher, die halten auch viel von den Sternen, oder? Oh ja, Tendenz steigend. Ja, sehr schön. Wir wollen jetzt ein bisschen zurückblicken aufs vergangene Jahr fast schon. Und natürlich der Ausblick, der interessiert uns alle, oder? Wir wollen wissen, wann finden wir die große Liebe? Wann haben wir endlich das große Geld? Ja. Am besten beides, oder? Also, wie geht's mir persönlich? Um das geht's ja. Genau, absolut. Um das ganz persönliche Horoskop. Ja, das stimmt. Also, wenn Sie sagen, 2022, sternemäßig, wo haben Sie gesagt, da habe ich schon ein paar Punkte auf jeden Fall Anfang des Jahres aufgrund der Sterne natürlich sehen können, ja? In diese Richtung geht das. Wie haben Sie das ganze Jahr im Rückblick empfunden? Es war ein auch sehr aufregendes Jahr, ein sehr überraschendes Jahr, denn niemand hat damit gerechnet, dass wir in so eine Krise hineinschlittern. Weder ein Zukunftsforscher noch ein Wirtschaftsforscher, natürlich auch kein Astrologe. Es war auf einmal da. Ja. Aber so passieren eben die Dinge. Und das Einzige, was wir jetzt können, uns mit dieser Situation, sich an diese Situation anzupassen und schauen, dass wir das Beste daraus machen. Und ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, dass ich in Österreich lebe, in einem anderen Land. Denn hier wird ja alles noch sehr positiv aufgefangen, damit es uns nicht so beutelt wie in vielen anderen Ländern. Das ist ja richtig, Frau Rogers. Wenn Sie an die Glückspilze zurückdenken, astrologisch betrachtet von 2022, Sie machen ja auch immer ganz viel private auch noch Horoskope, ja, wo sagen Sie, ja, das hat auf jeden Fall gestimmt. Diese Sternzeichen hatten wirklich viel Glück in gewissen Bereichen und manche vielleicht eher nicht. Also ich finde, sehr aktiv, sehr gut unterwegs waren die Wiedergeborenen. Ja. Also die haben natürlich auch durch den Einfluss des Jupiters ungemein profitiert. Auch der Schütze hat ein absolutes Hoch gehabt, wirklich ganz toll. Gefolgt, würde ich sagen, die Zwillinge. Ah. Viele Zwillinge waren privat sehr positiv unterwegs. Sehr gut. Sehr positiv. Und auch der Steinbock hat wieder nachgezogen. Der war ja 2021 eher der Unglücksrabe. Ja. Das hat sich alles beruhigt. Und die Waage. Also die Waage habe ich beobachten können. Die Waagen sind ja überhaupt jetzt dabei, vollkommene Umstrukturierungen zu machen, Veränderungen zu machen. Denn ich sage, ohne Veränderung kann ja nichts Neues kommen. Absolut richtig. Das ist so. Und in der Liebe kann man sagen, das war eigentlich das Liebeszeichen schlechthin? Es war sicher der Witter. Viele, viele Witter haben geheiratet. Mhm. Sie haben Familiengründung gemacht, sie haben Haus gebaut, haben sich wohnlich verändert. Also ich würde sagen, die haben schon sehr profitiert durch diesen positiven Jupiter-Einfluss. Ja, wenn der Jupiter kommt, ist man wahrscheinlich fröhlich, heiter, hat eine gute Ausstrahlung. Das, was man rausgibt, kommt wieder zurück. Also das waren schon, ich finde, die waren so motiviert. Und der Witter ist ja das ungeduldige Sternzeichen. Ja. Entweder gleich oder gar nicht. Mein Sohn ist wieder, ich kann das nur zurückgeben, Frau Rogers, eindeutig. Ja? Man sagt ihnen wieder aber auch zu, man spricht ihnen zu, dass sie irgendwie auch sehr charismatisch eigentlich sind, oder? Dass sie sehr gut auf Leute wirken. Würden Sie das bestätigen? Es ist ein Feuerzeichen. Ja. Das Einzige, was sie oft sind, ein bisschen ungeduldig. Also man muss schon dem Tempo folgen, dass einen ein Witter vorlegt. Ja. Also wenn man da ein bisschen ein sensibler Fisch ist oder ein sensibler Krebs, da kann man schon auf der Strecke bleiben. Das glaube ich, herrlich. Im Finanzbereich hat irgendein gewisses Zeichen viel Vermögen vielleicht geschafft und war selbst überrascht? Also es waren einige, würde ich sagen, denen es sehr, sehr gut gegangen ist. Ja. War zum Beispiel auch der Schütze. Der hat ja den Jupiter-Einfluss, auch gute Aufträge bekommen. Oder auch der Steinbock. Der hat, ich bin ja auch ein Steinbock, war ein sehr gutes Jahr. Kann ich mir wirklich nicht beklagen. Sehr zufrieden. Dann der Schütze. Die Jungfrau war auch noch gut unterwegs. Ja. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber dann sprechen wir noch drüber. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, auch die Fische waren auch sehr zufrieden. Sehr gut. Ich würde sagen, Geschehenes ist geschehen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie geht es eigentlich weiter? Das neue Jahr ist ja auch immer für viele ein schönes Fest, Silvester, weil sie sagen, ich kann noch mal von neu beginnen. Viele haben Vorjahrsneusätze, die man eh nicht einhält, oder Frau Rogers? Also ich auch selten in den Fällen. Aber man kann von neu starten, glaubt man zumindest. Ja? Horoskopmäßig auf jeden Fall, oder?
Also es ist ja ein, das Jahr 2023 wird ja von Mars regiert. Ja. Wie wir wissen, Mars ist ja auch ein bisschen der Zerstörer, der Kriegsgott, der uns schon etwas durcheinander wirbeln wird. Ja. Natürlich, bei jedem Einzelnen ist es anders, das ist auch ganz klar. Also ich glaube immer, vielleicht müssen wir wirklich jetzt einmal alles über Bord werfen und uns auf ein neues 30-jähriges Jahr vorbereiten, denn der Saturn ist ja auch in den Fischen im letzten Tierkreiszeichen und man sagt immer, man schließt eine 30-jährige Periode ab. Man macht Platz für was Neues. Und da stehen wir jetzt und ich bin für Neubeginn. Ja. Es kann nur etwas positiv kommen, wenn man mal das Alte alles über Bord wirft. Absolut. Gibt es auch so Sternezeichen übergreifend, dass diese Schwingung dann doch alle ein bisschen mitnimmt? So wie Sie sagen, der Mars ist jetzt sehr vorherrschend. Das wirkt dann doch auf alle irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise? Ja, schon. Also ich finde, das sind schon Energien. Manche sind natürlich ein bisschen forscher, lustiger und manche sind ein bisschen vorsichtiger, überlegter, können sich schwer von alten Gewohnheiten trennen. Das gibt es natürlich auch. Aber ich würde sagen, manchmal ist es ganz gut, wenn man auch einmal ein bisschen Zwang kriegt und was tun muss. Dass das Schicksal uns oft zu etwas zwingt, damit wir einen neuen Weg gehen können. Eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich, oder? Genau. Nur wenn man eine schließt, kann man durch die neue gehen. Genau so ist es. Rogers, ich würde sagen, wir haben ja ganze 12 Sternzeichen vor uns. Wir starten mal mit dem Widder, so wie es in jedem Horoskop immer beginnt. Ja? Wir haben schon einige schöne Charakterzüge von Ihnen gehört. Was macht denn den Widder 2023 aus? Also ich glaube, dass er sicher mit der Energie, die er hat, weiter fortmarschieren wird. Er ist ja dabei, aufzubauen, zu verändern. Und da ist momentan noch kein Halt beim Widder. Er hat ja auch reich dran. Ich sage, liebe Widder, bitte dranbleiben. Ja, also alles, was Sie begonnen haben, werden Sie erfolgreich weiterziehen. Das macht der Widder sicher. Viele Widder werden wahrscheinlich auch heiraten. Sie sind ja schon dabei. Der Jupiter hat Sie dermaßen motiviert. Also ich würde sagen, liebe Widder, wenn Sie heiraten wollen, tun Sie schnell noch bis im Frühling. Da haben Sie den Jupiter noch auf Ihrer Sonne. Stehen. Dann geht der Jupiter ja weiter in den Stier, da sprechen wir noch davon. Also ich würde sagen, der Widder ist auf einem sehr guten Weg. Und da freuen sich jetzt alle Partnerinnen von einem Widder, die natürlich jetzt heute dazuschauen, die sagen, also jetzt heiraten. Frau Rogers hat gesagt, jetzt steht's gut, oder? Ja, also trau dich und machen wir den Antrag. Man kann den Ehering kaufen, ja, man kann ein Angebot machen. Genau, herrlich. Wie schaut es finanziell aus mit einem Widder? Gut, ja. Sie sind ja die Manager, Sie sind ja die Macher, Sie sind ja schon die Wirtschaftsleute. Also ich finde, ein Widder gehört ins Management, in die Wirtschaftsebene. Das ist für sich wohl, man muss sie nur sehr eigenständig lassen. Ah. Der Widder mag nicht, wenn man sie sehr in eine Rolle hineindrängt. Ja. Da haben sie ein bisschen ein Problem damit. Je freier, je kreativer. Dadurch waren ja auch viele Witter, dass sie sich selbstständig gemacht haben, dass sie diesen mutigen Weg gehabt haben. Nur mutig sind sie sowieso. Das stimmt, sie sind das wirklich mutig. Sagen, charismatisch mutig. Ja, also auch viele Sportler, die im Sternzeichen Witter geboren sind, waren sicher sehr erfolgreich, weil sie ja so viel Kraft und Energie freigesetzt haben. Ja. Und das werden sie absolut 2023 weiter fortsetzen. Sehr schön. Das heißt, die Liebe schaut eigentlich gut aus. Die Finanzen auch, das ist ja auch immer sehr schön. Und die Gesundheit, sieht man auch da schon, da müsste man ein bisschen aufpassen, da vielleicht ein bisschen mehr Sport oder... Naja, sie sind oft sehr ungestüm. Die meisten Widder haben dann auch Sportverletzungen, weil sie sind ja die Rennfahrer, die Radlfahrer. Also ich würde sagen, aber sie sind, glaube ich, ganz heil über die Runden gekommen. Ja. Und so werden sie auch weiter 2023 durchs Leben radeln. Sehr schön. Gehören Sie generell zu den Glückspilzen im Jahr 2023 für Sie? Oder gibt es da andere Sternzeichen, wo Sie sagen, na, die sind noch ein bisschen mehr vom Glück gesegnet? Ja, gibt es ein bisschen mehr, die vielleicht noch besser jetzt in den Vordergrund kommen. Aber sie schwimmen auf jeden Fall noch mit auf diese Erfolgswelle. Sehr gut. Dann wollen wir natürlich wissen, wie sieht es aus mit den Stieren in der Liebe, oder? Ich meine, die Liebe ist immer das, glaube ich, das beschäftigt uns doch alle, ob man es zugeben will oder nicht. Oder einen guten Partner zu finden, ist aber auch wirklich schwer. Also die Stiere für Rogers können die bald wieder aufatmen. Waren in einer fürchterlich schwierigen und blockierenden Saturnphase. Also ich muss schon sagen, den Stieren ist es wirklich etwas sehr schlecht gegangen. Wirklich? Ja, sie sind ja Familienmenschen. Ja. Sie sind ja sehr wirtschaftliche Menschen. Ich finde schon, auch dein Stier hält sehr viel aus. Aber ich habe bei vielen Stieren erlebt, dass sie gesagt haben, lange hätte ich es nicht mehr ausgehalten. Ich war schon ziemlich am Ende meines Limits, weil der Saturn
ist ja auch so der Energiefresser, wie ich immer sage. Der macht dich müde. Du musst für alles so viel kämpfen. Du kriegst immer wieder Widerstände. Aber, liebe Stiere, Sie sind ja 2023 ab Mai das Glückskind. Sehr schön. Über Jupiter wandert in den Stieren, verlässt den Widder. Und man merkt schon jetzt bei den Stieren, wie sie wieder Kraft, Energie bekommen und wie sie auch jetzt wieder Mut haben, Dinge anzugehen und alles, was so stagnierend war. Ja. Ich bin überzeugt, dass das jetzt wirklich ins Rollen kommt. Toll. Also die Stiere sind schon die Aufsteiger. Natürlich geht es jetzt auch nicht von 0 auf 100. Ganz klar. Das ist wie ganz klar. Ja. Wie immer im Leben. Aber die ersten Ansätze sind schon seit letztem Jahr, seit September da, seit 2022. Und ich merke schon, wie Sie sagen, man spürt vom Unterbewusstsein, ja, ich will, ich spüre, irgendwas ist los. Viele Stiere sagen natürlich, ja, ich will jetzt überhaupt ganz was Neues machen, machen viele neue Ausbildungen. Das kann ich bei den jungen Stieren beobachten. Und wenn man natürlich aufs Liebesleben kommen. Sie lachen schon so. Teilweise das Desaster. Aber oh je. Natürlich unter Saturn, muss ich sagen, schließt man auch immer etwas ab, was vielleicht nicht mehr so passt. Ist ja auch ein Erfolg. Nicht schlecht. In dem Moment vielleicht dramatisch, aber auf Dauer gesehen vielleicht war es eine gute Sache, oder? Genau. Im Nachhinein sagt man, es war eigentlich das Beste, was ich habe tun können. Oder dass es vom Schicksal so passiert ist. Ja. Denn manches Mal wirklich war, spielt das Schicksal Regie. Das stimmt. Und wenn der Partner sagt, ich will nicht mehr oder geht oder was, na okay, es ist sehr traurig, aber das hat ja auch schon immer, das waren ja Entwicklungen, die nicht von einem Moment am anderen kommen. Aber man verdrängt ja sehr viel. Das ist richtig. Das ist ja immer das, man will es nicht sehen, man geht mit Scheuklappen durchs Leben. Wir haben eine richtige Therapiestunde für Rogers, das liebe ich gerade. Es ist herrlich, aber es ist tatsächlich so, ja? Es ist so. Es ist immer mit viel Kummer verbunden, aber im Endeffekt muss man sich auch dem ganzen Neuen öffnen. Erstens hat man keine andere Wahl und zweitens, weil man, wie gesagt, auch wirklich gut davon vielleicht profitieren kann, oder? Auch emotional. Sie haben es richtig gesagt, Bianca, man hat manchmal gar keine Wahl. Ja. Das Schicksal stellt sie vor Tatsachen und ich sage immer, der positive Mensch nimmt es an und macht das Beste aus der Situation. Ja. Das sind ja auch Lernphasen im Leben. Sehr schön, das ist absolut richtig. Das heißt, in der Liebe schaut es gut aus, ab eigentlich Beginn des Sommers, kann man sagen. Das ist ja auch ein sehr guter Zeitpunkt, oder? Da geht man wieder viel hinaus, man ist vielleicht kommunikativer. Bianca, sind jetzt schon so kleine Ansätze, die sich natürlich gut entwickeln können. Ja. Ich möchte vielleicht auch sagen, auch Beziehungen, die wirklich in einer schweren Krise waren, auch da kehrt wieder Ruhe ein. Viele haben ja versucht, irgendwo über diese Hürden zu kommen. Soll ja auch sein. Man kann ja nicht wegen jedem Saturn-Transit sich gleich scheiden lassen oder trennen lassen. Geht ja auch manches Mal überhaupt nicht. Ja. Aber man arbeitet vielleicht ein bisschen vernünftig an der Beziehung und macht das Beste draus und startet auch da neu durch. Das, sehr schön. Ja, man findet sich vielleicht auch wieder. Ja. Ist ja auch was ein guter Ansatz. Sehr wünschenswert, oder? Ja, definitiv. Ja. Sehr, sehr schön. Und das heißt auch, man kann auch sagen, gesundheitsmäßig, also auch da schwingt das wahrscheinlich alles mit, oder? Weil wenn man glücklich ist, ist man ja auch gleich ein bisschen gesünder, oder? Man ernährt sich vielleicht besser, oder? Weil man jemandem auch eine Freude machen will. Also von dem her, oder? Das schwingt alles mit. Naja, viele Stiere sagen, sie werden auf einmal schönheitsbewusst. Ja. Auf einmal fangen sie an, ihr Leben umzustellen. Man wird eitel. Ich sage immer, die Friseure sagen immer, sie merken es, wenn die Leute kommen und eine neue Frisur wollen. Das sind alles so Momente. Witzig, aber man ändert sich auch äußerlich. Ja, natürlich. Ja. Also Stiere, sehr schön. Das finde ganz ich sicher, das Glückskind 2023. Wow. Und haben Sie sich so verdient nach Ihren Worten? Total. Also wenn man so leidet, wie Sie erzählt haben, dann muss es jetzt wirklich bergauf gehen. Darum freue ich mich da wirklich mit, muss ich sagen. Kommen wir zu einem ganz spannenden Sternzeichen, die Zwillinge. Was weiß man eigentlich überhaupt über Zwillinge? Man hört oft, wenn man natürlich nicht so viel bewandert ist, zwei Seiten. Kann man das wirklich sagen? Ist es so kalt-warm? Also ich muss ja mal sagen, ich mag sie ja sehr, die Zwillinge, weil sie ja ungemein geistreiche Menschen sind. Sie sind ja mitreißend. Ja. Wenn man einen Zwilling in der Gesellschaft hat, auf einer Party, also da wird es nicht langweilig, weil die sind ja redefreudig, kommunikativ. Und ich muss sagen, sie waren natürlich jetzt seit letzten Herbst, seit 2022, seit September, durch den Mars in einen enormen Hoch. Ja. Ich habe gesehen, wie die Zwillinge begonnen haben, noch einmal ihr Leben in eine neue Bahn zu bringen. Höre ich immer, ich will auswandern, ich will mal ins Ausland gehen. Sie haben sich wohnlich verändert. Sie haben viele Flirts gehabt. Oh. Aber natürlich jetzt, ab März,
kommt ein bisschen der Saturn als Prüfer zu den Zwillingen. Prüfer klingt nie gut, Frau Rogers. Das klingt immer nach schweren Zeiten. Da heißt es natürlich runter mit dem Tempo. Ja. Also ja. Ich würde sagen, auch da beobachtet schon manche Zwillinge, ja, sie sind schon unzufrieden, es geht nicht mehr so locker, wie sie wollen. Oder auch Partnerschaftsthemen beginnen schon ein bisschen unruhig zu werden. Ja, also ich würde sagen, er kommt natürlich schon unter die Kontrolle des Saturns. Und natürlich rate ich auch allen Zwillingen, jetzt nicht unüberlegt, so ratzfatz, wie sie das gern machen, da drüber zu fahren und alles über Bord zu werfen. Nein, ich würde sagen, bitte, liebe Zwillinge, sehr überlegt. Überlegen Sie jeden Schritt, wenn Sie etwas tun. Job verändern werden viele, da sind Sie ja schon dabei, die es noch nicht gemacht haben. Ja. Sie stehen schon in den Startlöchern. Also, das können Sie machen, warum nicht? Aber alles mit Verstand und ein bisschen, würde ich sagen, mit Vernunft. Das kann nie schaden. Aber der Saturn holt dich runter. Ja, ob man will oder nicht, auch schon wieder. Der holt dich runter, ja. Herrlich. Es ist bei vielen Zwillingen schon momentan, also Saturn ist ja die Bremse. Ja. Und sie sind ein bisschen in ihrer Leichtigkeit gebremst, was ja der Zwilling überhaupt nicht aushält, weil der marschiert los. Ja. Also auch die reisefreudigen Sternzeichen, die kommunikativen Sternzeichen. Ja, also bitte, liebe Zwillinge, es geht eh gut weiter, aber vielleicht ein bisschen, ja, Tempo drosseln. Bisschen runter vom Gas. Ja, runter vom Gas. Und mal durchatmen. Sehr gut. Frau Rogers, wir sind jetzt die ersten drei Sternzeichen durchgegangen und ein bisschen haben wir zurückgeschaut auf 2022. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder für Sie zurück, dann geht es äußerst spannend weiter. Und damit herzlich willkommen zurück, schön, dass Sie weiter mit dabei sind. Ich habe heute auch einen ehrenvollen Platz, ja, statt Wolfgang Fellner. Die Ehre muss man auch mal haben. Auf jeden Fall darf ich heute mit Ihnen plaudern. Frau Rogers, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch sehr. Und ich glaube auch die Zuseher, denn Sie sind ein absoluter Liebling auch der Österreicherinnen und Österreicher. Nicht nur, weil Sie immer so positive Stimmung versprühen, aber Sie können uns auch sagen, werden wir reich im nächsten Jahr, finde ich meine große Liebe. Und wie sieht es aus gesundheitlich? Das sind schon sehr viele gute Punkte. Versuche es. Ehrlich. Rogers, übrigens, Ihr Jahreshoroskop 2023. Wenn man alles ganz genau wissen möchte, dann kauft man sich dieses grandiose Buch von Ihnen. Ja? Erhält dich in der Trafik, ganz normal in Buchhandlungen. Und da ist es wirklich, kann man sagen, einfach jedes, erklärt, dass man wirklich weiß. Jedes einzelne Sternzeichen, die Jahrestendenz beschrieben. Ja. Sehr schön. Ja, die Monate genau, wann super ist, wann so ein bisschen kritisch ist und aus jedem Monat beschrieben. Also eigentlich eine Anleitung fürs kommende Jahr, dass ich sage, Lesen und Information so als Wegweiser. Sehr schön. Wann gehe ich in die nächste Bar? Weil da im Jänner schaut es dann gut aus mit dem Mann, da oder? Da steht die Liebe gut. Ja, genau. Gute Kontakte. Super, Rogers. Und das ist ja absolut wichtig. Wir gehen ein bisschen weiter mit den Sternzeichen. Wir wollen natürlich noch wissen, wie sieht es da aus 2023 zum Krebs? Was ist da zu sagen im nächsten Jahr? Gott sei Dank der Aufsteiger. Also ich würde sagen, die haben ja so jetzt fürchterlich gelitten, die Krebse. Ja. Die hatten ja nur Trennungen. Das sind ja so übersensible Sternzeichen. Die nehmen ja alles so dramatisch, wirklich überdramatisch. Wirklich? Das wusste ich gar nicht von Krebsen. Spannend. Die können ja nicht loslassen. Die Krebse leben ja immer in der Vergangenheit. Nie in der Zukunft. Der Zwilling in der Zukunft, die Krebse in der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit zur Bewältigung, also das war für die Krebse ganz, ganz schrecklich. Aber sie sind draußen. Liebe Krebse, ab März strahlt der Saturn positiv zu den Krebsen. Er kriegt Kraft, Power. Endlich kann man das Alte abschließen und man stellt sich neuen Aufgaben. Und die wird sich der Krebs stellen. Ja. Sie sind ja sehr fleißige Sternzeichen, die Krebse. Sie rennen, sie tun, sie machen. Der Krebs hat ja immer seine Ziele, sich ein Häuschen zu bauen, Familiengründung zu machen. Das weiß ich auch noch von den Krebsen. Also das ist mir wirklich in meinem Freundeskreis aufgefallen. Die sind sehr häuslich und die lieben das. Die brauchen das auch, gell? Familie. Ja. Sie sind so unglücklich, wenn sie alleine sind. Ja, das ist ein Sternzeichen, das ich sagen würde, gar nicht zum Single-Dasein geeignet. Wahnsinn. Finanziell, wenn es da schon mal nicht so gut geht, immer mit der Liebe. Wie sieht es da aus? Auch gut? Wieder gut. Ja. Sie holen wieder auf. Super. Sie sind jetzt wieder in Positionen. Ich höre immer, ja, ich habe gewechselt, das gefällt mir jetzt. Haben Aufstiegsmöglichkeiten, werden befördert. Nicht schlecht. Kriegen Lob, Anerkennung. Ja. Also ich glaube, dass die Krebse sich wirklich auf 2023 freuen dürfen. Sehr gut. Sind Sie auch so in dem, im Mittelweg wahrscheinlich, oder? Kein kompletter Glückspilz, so wie wir ihn schon hatten, oder? Auch mit dem Stier? Würde aber Sie aber schon dazu zählen. Ah, doch, auch schon dazu. Ja, schon. Krebs, auf jeden Fall.
Sehr gut. Nächstes spannende Sternzeichen, Löwe. Ja, klingt natürlich schon animalisch. Wie sieht es aus mit den Löwen? Was muss man überhaupt wissen über Löwen? Also sie sind absolut sehr stolze Sternzeichen. Ja. Der König des Tierkreises. Ich finde immer, ein Löwe erscheint. Ja, das ist aber richtig. Er kommt schon siegessicher herein, ja, bei der Tür. Ja. Und natürlich sind ja auch die Löwen so gerne auf der Bühne. Also sie brauchen wieder das Publikum, den Applaus. Aber ich würde sagen, der war ihnen auch ein bisschen, die letzten zwei Jahre war der Applaus sehr gebremst. Oh. Schade. Ah, der Saturn in Opposition hat es ihnen nicht leicht gemacht. Ja. Also es kam nicht so, kam sah und siegte. Davon war keine Rede. Aber sie sind schon wieder im Aufholen. Super. Und ich bin überzeugt, dass 23 auch wirklich das Jahr wieder für die Löwen wird. Ja. Sie waren ja jetzt schon dabei, in der Jupiterphase das letzte Jahr einiges auf die Beine zu stellen, ja, was ihnen auch gelungen ist, oder sie sind dabei, und das werden sie jetzt fortsetzen. Beruflich sehr gut unterwegs, die Löwen. Ja? Sehr gut. Das heißt natürlich auch wirtschaftlich gut. Ja. Sie reisen ja auch so gern, sie sind so gern unterwegs, gesellschaftlich. Ja, ich würde sagen, man kann sich jetzt an dem Löwen anhängen, da ist einiges los. Und spannend, dass Sie auch sagen, man sieht das dem Löwen schon an, wenn er reinkommt. Erkennen Sie das manchmal, dass die Personen auch vielleicht, wenn sie ein paar Worte wechseln, denken, ah, oh, vielleicht ist ja das Sternzeichen. Warte. Denkt mal, irgendein Feuer ist da schon da. Ja. Ist es der Löwe, ist es der Schütze, ist es der Witter? Sie sind das ja immer sehr dynamisch. Natürlich muss man schon auch dazu mit einbeziehen, Aszendent, private Planeten, die können schon auch ein bisschen dämpfen oder den Löwen auch ein bisschen vernünftiger machen, ruhiger machen. Aber prinzipiell sind sie sehr aktive, sehr positive Sternzeichen. Sehr gut. Und sie sind auch mutig, das muss ich sagen. Also sie sind schon Menschen, die im Leben stehen und etwas schaffen wollen und dafür auch Erfolg einheimsen wollen. Jetzt sind sie wieder dabei. Absolut. Also jeder sollte einen Löwen an der Seite haben, oder? Ja. Um auch beschützt ein bisschen durchs Leben zu gehen. Bianca, Sie sind ja auch Familienmenschen. Ja. Der Löwe tritt ja immer gerne im Rudel auf. Sie sind ja keine Einzelgänger, wie in der Natur draußen. Es ist immer die Rudelheere. Ja, ja, es ist so. Also wenn man in große Gruppen sieht, ein Alphatier, weiß man, der ist ein Löwe. Ein einzelner Löwe? Wollen das nicht. Ja. Jetzt werde ich mal ganz genau darauf achten, wenn ich unterwegs bin. Wie sieht es aus mit den Jungfrauen, Herr Rogers? Ich weiß noch, man sagt Ihnen nach, eine gewisse Sparsamkeit, habe ich irgendwann mal gehört. Ja, das war so eine negative Touch der Jungfrauen. Können Sie sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wie sieht es aus mit den Jungfrauen allgemein? Ich möchte jetzt sagen, dass sie absolut die sparsamsten Menschen der Welt sind. Na, wirklich nicht. Vernünftig sind sie. Vernünftig. Sie sind schon Sternzeichen, wo sie auf eine wirtschaftliche Basis sehr viel Wert legen. Ja. Und ich kann auch immer beobachten, dass die Jungfrau sagt, na, das muss ich schon unter Kontrolle halten. Ne? Wenn ich da so sinnlos Geld ausgebe, ich will schon wissen, wie ich morgen meine Miete bezahle. Also da gehört die Jungfrau unbedingt dazu. Sehr vernünftige Sternzeichen. Sie arbeiten auch sehr viel, um sich eben diese wirtschaftliche Sicherheit zu schaffen. Das tun sie auch, die Jungfrauen. Sie sind ja auch gern in einer sozialen, medizinischen Richtung unterwegs. Ich kann immer beobachten, dass die Jungfrauen gute Ärzte sind, weil sie ja auch so genau sind. Sie sind ja so, gehen der Sache so auf den Grund. Gute Therapeuten. Also das kann man viel bei den Jungfrauen finden. Auch natürlich sind sie gern im Finanzbereich. Das kann ich immer bei den Jungfrauen beobachten. Das ist diese Sparsamkeit. Eigentlich ist eigentlich nur ein sehr gutes Wirtschaften mit dem Geld, oder? Ja, was schon. Man dann oft verwechselt, weil man sagt, na gut, der haut das halt nicht so raus, dadurch natürlich nicht sparsam, aber er hat sehr gut seine Finanzen im Griff, oder? Ja, also die Finanzen hat er schon im Griff, die Jungfrau. Die Liebe auch? Na, manchmal sind sie also ein bisschen karge mit den Gefühlen. Sie zeigen es vielleicht, dass sie fürsorglich sind. Mit Komplimenten vielleicht sind sie oft nicht so da. Was man auch gern hört, dass der Löwe besser. Aha, das glaube ich. Absolut. Ist der Charmeur? Ja. Das ist die Jungfrau nicht. Ja. Die Jungfrau äußert sich erst, wenn sie sich sicher fühlt. Und da ist sie auch eher ein bisschen karge, sparsam. Aber sie sind schon sehr verlässliche Sternzeichen. Ich muss aber sagen, dass sie auch momentan wieder durch den Saturn in eine sehr anstrengende, schwierige Phase kommen. Mhm. Die hat schon ab September begonnen, also 22. Ja. Und man merkt schon, dass sie momentan energiemäßig alles geben müssen, um wirklich ihr Tempo zu halten, ihren Erfolg zu halten. Und ich kenne momentan sehr, sehr viele Jungfrauen, die dabei sind, auch Job ein bisschen leiser zu treten. Oder auch zu verändern, dass sie oft sagen, ich kann momentan nicht viel, ich nehme sich sogar eine Auszeit. Also der Saturn bringt schon bei den Jungfrauen momentan eine große Nachdenkphase, aber auch eine Rückzugsphase. Und der Saturn
lässt du viele Dinge los. Man tut sich auch viel von Menschen loslösen, vom Umfeld, von Freunden, weil ja auch der Saturn eine starke persönliche Entwicklung bei jedem Menschen bringt. Man entwickelt sich auch von vielen Menschen weg. Das ist einmal so. Und dadurch sagt man oft, der hat sich so ganz anders entwickelt, den kenne ich so gar nicht mehr, wie er war. Ja, das sind schon Phasen, wo momentan die Jungfrauen hineingehen. Sehr auf einen, sie bereiten einen neuen Lebensweg vor. Ja, weil die sind so drastische Veränderungen eigentlich, oder wie das klingt? Eigentlich nicht immer typisch für jedes Sternzeichen wahrscheinlich, oder so wirklich von Neubeginnen. Neubeginn. Ja, andere Freundeskreise vielleicht auch suchen in die Richtung. Macht auch nicht jeder, gehört viel Mut dazu. Ja, sie sind vorsichtig, aber viele Jungfrauen sind auch dabei, dass sie oft wirklich sagen, sie wollen sich beruflich total verändern, ganz was Neues machen. Sie gehen gerne in Ausbildungen, sie beschlagen oft ganz einen neuen Weg ein. Also da sind jetzt sicher die Jungfrauen in den nächsten 2 Jahren sehr vom Saturn gezeichnet, geformt. Man geht geformt in einen neuen Weg. Und man wird sich da hoffentlich zurechtfinden, gell? Das heißt, aber ja, kann man sagen, ein bisschen Glückspilze sind sie von 2000, ein bisschen Pechvögel werden sie vielleicht sein, aber natürlich kann man das alles rausretten, oder würden Sie sagen, sie können sicher zu den Sternzeichen, die gebeutelt und geschüttelt werden. Aber da kann man nur stärker herausgehen aus der Sache, oder? Ich finde immer, durchmarschieren. Ja. Wir sagen eben, bleiben Sie ruhig, marschieren Sie durch, das ändert sich wieder. Das sagen Sie so leicht, Frau Ortiz. Ja, sagt man leicht. Wenn man drinnen ist, ist es eine Katastrophe. Ja. Wenn man wieder rausgeht aus der Saturnphase, sagt man, ich bin wie neugeboren. Eben, ist auch dann wunderschön. Ja. Wie neugeboren fühlen sich denn die Wagen? Eigentlich sehr gut. Die Waage war ja schon das letzte Jahr, ab September haben die ja schon enorme Veränderungen gemacht. Die Waage hat ja Mars, Saturn, die Rückenstärke gehabt. Sie sind ja eher auch Sternzeichen, die nicht unbedingt so schnell was verändern. Aber wenn sie verändern, verändern sie radikal. Und das, sie sind stark geworden, sie gehen auf einen neuen Kurs. Und ich sehe diesen neuen Kurs, dass er ankommt. Mhm. Und das werden sie sicher jetzt 23 weiter fortsetzen. Ja. Also alle Hürden, die sie gehabt haben, die werden sie jetzt so links nehmen. Und der Weg ist frei für viele neue Aktivitäten. Und auch privat wieder sehr gut. Wollte ich gerade fragen, neue Aktivitäten auch vielleicht mit einer neuen Liebe genießen? Auch das möglich? Oder Beziehungen, die man schon hat, bleiben die stabil? Ja, beruhigt sich wieder. Ja, die Waage beruhigt ist immer sich wieder, so klingt aber so, als wäre es schon dramatisch gewesen. Na, es beruhigen sich die Beziehungen wieder. Ich finde, aber auch wollen sie jetzt wieder. Mhm. Sie wollen jetzt wieder in eine Beziehung reingehen, sie sind wieder bindungsfähig, sie sind stabil. Na, die Waage ist auch nicht gern allein, das muss ich trotzdem sagen. Also, das sind ja die Venus-Kinder, werden ja von der Venus beherrscht, vom Liebesplaneten. Und Bindungswille klingt ja immer gut in der heutigen Zeit, weil ich finde, es ist sowieso ein bisschen verrückt manchmal in der Liebe, oder? Oft finde ich, in der heutigen Zeit hört man datet jemanden, die sind da nicht so bereit. Eigentlich alle haben schon so ein bisschen Bindungsängste. Das heißt, man sollte sich jetzt an eine Waage halten, oder? Weil die sind auf jeden Fall bereit. Die Waage will. Sie sagt, hier bin ich. Ja, super. Die Waage mit Schild. Sie lässt sich gern finden, die Waage. Oh je, schon wieder eine Herausforderung. Ja, aber jetzt sind Sie mutig. Ja, super. Also gleich mal durchfangen, sind Sie Waage und dann ist schon mal perfekt. Ja. Ne? Das ist schon mal der erste Anfang. Sehr gut. Die Skorpione. Wie sieht es denn da aus? Was ist ein Skorpion? Wenn man hört, du bist Skorpion, ist das gut oder muss man da gleich wegrennen? Es ist immer so im Volksmund so erschrecken von den Skorpionen. Ja, also diese Stacheln und man denkt so irgendwie ein bisschen gefährlich wirkt das Ganze. Die armen Skorpione kommen ja da immer total negativ weg, wenn man sagt, ein Skorpion, oh je, du bist ein Skorpion. Nicht so flauschig wie ein Löwe, Frau Rogers, wissen Sie? Deswegen, glaube ich. Also ich finde, das ist vollkommen falsch, denn die Skorpione sind sehr fleißige Menschen. Sie gehen schon der Sache auf den Grund. Dadurch sind sie auch gern Psychologen, Therapeuten, gute Ärzte, weil sie sehr gründlich das alles, muss ich sagen, analysieren. Aber sie waren natürlich auch die letzten 2 Jahre in der schwierigen, herausfordernden Phase. Mhm. Es wird besser bei den Skorpionen. Okay. Und für mich ist wirklich auch, wenn ich das jetzt einbringen kann, ein bekannter Skorpion ist ja Boris Becker. Er war ja wieder reingekommen in die Phase, so man sieht, der Saturn verlässt sie und es beginnt schon jetzt ein neues Leben. Und bei ihm wirklich dann? Ja, er ist für mich ist so das typische Beispiel. Ein Skorpion mit dem Saturn wurde er natürlich mit Altlasten da irgendwo bestraft, seine Altlasten. Ja. Das ist jetzt vorbei und jetzt starten wir wieder neu durch.
Schön. Und ich finde, das ist ja auch immer wichtig, oder? Das will man ja auch zum neuen Jahr. Man will die alten Lasten ein bisschen hinter sich lassen. Man möchte neu beginnen, vielleicht nicht immer so radikal, wie man dann doch auch müsste. Aber das ist ja immer das Schöne auch, oder? Merken Sie das auch, diese Euphorie der Menschen, wenn sie sagen, ich möchte jetzt mein neues Jahreshoroskop, weil ich möchte nochmal alles ein bisschen anders machen? Die spüren das, die Skorpione. Ich habe so viele Skorpione, die schon sagen, ich spüre schon irgendwas. Ja. Wo geht mein Weg hin? Vom Unterbewusstsein. Man kriegt ja Signale durchsignalisiert. Aber die Skorpione sind ja sehr intuitive Menschen. Aber eines muss ich schon sagen, wenn du natürlich so in die Saturnphase reinkommst, also da kommst du oft im Schicksal nicht an. Da kommst du nicht aus dem Schicksal, da kannst du das nur annehmen. Aber wie wir sehen, es geht vorbei. Und dank Ihrem Jahreshoroskopbuch, muss man sagen, weiß man auch, wann es wieder besser wird, oder? Also man kann ja wirklich die Monate anschauen sich und sagen, okay, das war jetzt wirklich ein harter Monat, aber ich sehe, da steht es ein bisschen besser und darum probiere ich es in einem Monat noch einmal, oder? Weil wenn man wissender ist, gehst du ja gleich motivierter deinen Weg. Das ist schon so, oder? Ja, die selbsterfüllende Prophezeiung. Das Positive auch der Astrologie, wenn ich weiß, jetzt muss ich wieder bremsen, mich eher zurückhalten und dann habe ich wieder die Energie, dass ich so richtig loslegen kann. Sehr toll, das finde ich sehr schön. Schütze, auch ein spannendes Sternzeichen, über das ich wenig weiß eigentlich. Schützen könnten beschützerisch sein natürlich, ne? Oder sie schießen einen ab. Frau Rogers, was machen die Schützen? Also, sie sind sehr aktive Sternzeichen. Am liebsten sind sie in der Selbstständigkeit. Was der Schütze überhaupt nicht verträgt, wenn er irgendwo Grenzen gesetzt bekommt. Da kriegen sie keine Luft. Da fangen sie zum Rebellieren an. Also, sie können schon angestellt sein, aber sie müssen im Angestelltenverhältnis eine sehr eigene Rolle spielen können. Sie sind gerne im Außendienst. Der Schütze ist ja schon, muss ich sagen, das überaus freiheitsliebende Sternzeichen. Sie sind sehr kommunikativ. Manchmal gehen sie ein bisschen vielleicht mit Worten über Bord. Da würde ich sagen, muss der Schütze immer aufpassen. Da gehen sie unter, Worte zu wählen. Ja, okay. Also da können sie oft, weil sie ja so... das Jupiterzeichen, das liegt Ihnen das Herz auf der Zunge. Und da kommen halt manchmal auch unüberlegte Worte heraus, was für den anderen sehr verletzend sein kann. Und da muss der Schütze schon aufpassen. Sie waren sehr, sehr gut unterwegs, sehr motiviert durch den Jupiter. Kommendes Jahr heißt es wieder ein bisschen Kontrolle über sich bekommen. Sie kriegen den Saturn ins Quadrat zur Sonne. Natürlich, viele Schützen sind halt auch sehr freiheitsliebend. Und ich glaube, wenn Sie jetzt in Beziehungen sind, die halt gar nicht mehr stimmig sind. Also ich glaube, dann wird der Schütze jetzt schon einmal mit Pfeilen und Bogen da reinschießen. Oh je, beim Thema Freiheitsliebe, da habe ich auch schon ganz große Ohren bekommen, weil das möchte man ja dann selten hören als Frau, oder? Man lernt jemanden kennen und er sagt, ich bin übrigens sehr freiheitsliebend. Das kann sehr schön sein, aber auch sehr schlecht für die Beziehung, weil das heißt, du kannst mir eigentlich gar nicht sagen, was ich machen soll und ich mache sowieso, was ich will, oder? Ja. Kann man also, das so ein bisschen aber runterbrechen? Ja, richtig. Bianca, momentan würde ich einen Schützen, also wenn ich Single bin und einen Schützen kennenlerne, würde ich sagen, mach mal lustige Junggesellenzeit mit ihm. Die reisen ja so gerne. Also das ist super. Heiratsantrag würde ich jetzt eigentlich an einem Schützen nicht machen. Und am Saturn kriegt man nicht unbedingt das Jahr zurück. Das ist herrlich, Frau Rogers. Jetzt werden alle ganz groß schauen zu Hause mit, oh Gott, hat sie Frau Rogers das gesagt? Damit bin ich doch so beziehungsfähig. Aber natürlich, alles immer allgemein gesprochen. Ja. Aber ich finde schon, so gewisse Tendenzen, die verfolgen einen dann doch. Und die kommen dann vielleicht auch raus, wenn man nicht damit rechnet. Und dann wundert man sich, warum das nicht funktioniert hat. Oder? Ja, man darf einen Schützen nicht einsperren. Ich sage immer, der braucht das Haus der offenen Tür. Das sind sie, Schützen. Irgendwo, sie wollen ja auch alle 2,5 Jahre was Neues machen. Kaum wissen sie, wie es geht, wollen sie was Neues. Ja. Sind neugierige Sternzeichen. Kann man sagen, welche Sternzeichen am besten zum Schützen passt? Na schon, der Widder. Der Widder. Der Wassermann. Das ist ja auch sein freiheitsliebendes Sternzeichen. Interessanterweise auch der Zwilling, das Oppositionszeichen. Okay. Und man sagt, Oppositionen, aber die zwei können, weil da lässt jeder den anderen. Und in der Freizeit finden sie sie wieder. Das wollte ich fragen, weil dann sieht man sich gar nicht, weil beide rennen weg vor lauter Freiheit. Ja, aber da finden sie sich wieder. Herrlich. Sie haben vorhin erwähnt, Frau Rogers, die Aszendenten. Da würde mich ganz interessieren, und vielleicht auch eben für die Zuseherinnen und Zuseher, viele kennen das gar nicht. Auch wenn ich privat mit jemandem spreche und ich weiß zumindest meinen Aszendenten. Und also, was ist denn das? Was ist denn der Aszendent und wann kommt der eigentlich raus im Leben? Ja? Wie würden Sie das erklären? Also es ist immer interessant, nehmen wir an, Sie sind ein Löwegeborener, haben Aszendent Fische, dann werden Sie sicher sehr vorsichtiger und lieblicher auftreten. Denn der Aszendent ist ja auch immer das, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Ah.
Bin ich jetzt ein Fisch und habe vielleicht Aszendent Löwe oder Schütze, da gehe ich schon ein bisschen forscher rein. Ja, also das spielt natürlich, und der Aszendent spielt eine sehr große Rolle vom Häusersystem. Wo spielt sich gerade was bei mir ab? Das ist wichtig. Spielt sich im Beruflichen, spielt sich im Privaten? Ist es eher in der Ausbildung? Ist es eher im Reisehaus? Also da gibt es ja verschiedene Häuser und da kann man genau beobachten, was ist jetzt das Augenmerk? Wo geht die Wichtigkeit des Lebens hin? Okay, und kann man aber auch sagen, von der Kindheit merkt man schon beide sehr? Oder kann man da sagen, ich habe irgendwann mal gehört, da ist man noch, dass ich sage mal, Hauptsternzeichen als Laie gesagt, und der Aszendent wirkt ein bisschen später. Ist das ein Irrglaube oder kann man das so kann sich schon stärker entwickeln, ja? Auf jeden Fall im Laufe der Jahre. Man hört ja auch oft, hätte ich gar nicht geglaubt, dass das ein Schütze ist. Der ist so ruhig. Dann wahrscheinlich, wenn ich einen Steinbock-Aszendent dazu habe oder die Jungfrau, dann gehe ich eher den vernünftigeren Weg. Ja, herrlich. Aber auch das wieder sehr spannend. Ja? Also das heißt, man darf nicht immer nur fragen, welche Sternzeichen bist du, sondern auch welche Aszendent. Und sehr wichtig auch, wo die Mondposition steht, der Mond steht. Ja. Also wenn ich natürlich ein Schütze bin und einen Mond im Krebs habe, dann halte ich mich schon sehr zurück. Man schickt den neuen Partner einfach zu Ihnen. Weil ich glaube, Sie werden diese Checkliste durchgehen. Wo steht Ihr Mond und wo sieht sich das Ganze aus? Oder? Dann wäre es optimal. Na, ich finde es auch, Partnerschaftsanalyse ist nicht schlecht. Ja, zu wissen, was will der, was will ich und wo finden wir uns. Das ist ein sehr guter Weg. Sehr guter Weg. Wir finden uns auch hier gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. Dann sind wir gleich wieder zurück. Drei spannende Sternzeichen liegen noch vor uns, unter anderem der Steinbock. Also seien Sie gespannt. Bis gleich. Damit herzlich willkommen zurück zum großen Jahreshoroskop. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, Frau Rogers. Schön, dass Sie uns da heute so eine erfolgreiche Sendung bescheren. Viele werden jetzt schon sagen, okay, jetzt werde ich mich doch verloben. Frau Rogers hat gesagt, ja, die Sterne stehen gut. Jetzt ich darf es wagen. Ja, genau. Ich darf es absolut wagen. Und alle Frauen sagen, ja, danke. Wir haben noch drei Sternzeichen vor uns. Leider wenig Zeit, aber ich würde sagen, der Steinbock. Wie sieht es da aus 2023 bei dem Tierkreis? Ja, sehr gut, denn der Steinbock kommt ja auch unter dem Einfluss des Jupiters. Wie ich schon gesagt habe, der ab Mai in den Stieren wandert und dann auch positiv den Steinbock bestrahlt. Die Steinböcke waren aber jetzt schon ganz gut unterwegs. Heimlich, still und leise, das sind ja nicht unbedingt die lauten Sternzeichen. Die machen alles immer sehr perfekt, sehr leise, haben ihren Plan strukturiert. Und da ziehen die Steinböcke jetzt wirklich erfolgreich weiter durch. Ist ihnen ja auch wichtig, der Erfolg, die wirtschaftliche Absicherung. Das ist halt bei den Steinböcken so. Man hört ja immer die Steinböcke, das heißt, die arbeiten nur. Ja, sie arbeiten gerne, das muss ich sagen. Sie wollen niemandem zur Last fallen. Sie wollen ihre Sicherheit haben. Und ich muss schon sagen, dass man sich auf einen Steinbock sehr verlassen kann. Also ich beobachte immer, wenn Firmen sind, die Steinbock als Mitarbeiter haben, da sind auch immer sehr lange Mitarbeiter. Der Steinbock wechselt nicht gerne. Wenn es ihm wo gefällt, baut er das Ganze mit auf. Könnte man das auch auf die Beziehung überlegen? Vielleicht, dass man sagt, wenn man jemanden gefunden hat, dann möchte man daran arbeiten, dass es so gut bleibt? Oder ist das zu schön? Also ich finde immer, der Beziehung heißt halt immer, der ist so stur und so karge. Und das hört man immer vom Steinbock. Ah je. Ja, ist nicht wahr. Der Steinbock sorgt ja für die Familie, zeigt es halt Gefühle auf diese Art und Weise. Aber sicher ist er nicht, der das Herz auf der Zunge trägt, so wie es vielleicht ein Zwilling, ein Schütze oder ein Löwe macht. Ja. Sie sind schon sehr zurückhaltend mit Komplimenten, leider Gottes. Und das auch im nächsten Jahr wahrscheinlich, oder? Da, glaube ich, sind sie ein bisschen lockerer. Jupiter öffnet das Herz, ist ein Herzöffner. Das wollen wir hören. Und es sind viele Steinböcke, die jetzt auch sagen, ich will jetzt wieder eine Partnerin. Denn es war ja auch 2021 Saturn Pluto, ist über die Steinböcke drüber geradelt, das war schrecklich. Da waren ja viele Trennungen, Auflösungen. Ja, das ist immer. Aber sie sind wieder Phönix aus der Asche, wieder emporgestiegen und da marschieren sie weiter. Wie sehr marschiert denn der Wassermann in das nächste Jahr hinein? Sehr super wieder. Also ich mag sicher die Wassermänner. Was wäre die Welt ohne Wassermänner? Sie sind ja so kreative Sternzeichen, originelle Sternzeichen. Ja. Aber beim Wassermann ist auch nur wichtig, dass man sie lässt. Wie man einen Wassermann in eine Rolle hineindrängt, gehen Sie auf Gegenfuß, Gegenaktion. Also da hast du bei den Wassermännern, da können sie wirklich rebellisch werden. Man sagt ja, der Uranus, der rebellische Wassermann, und da sind die ja auch spontan. Von einem Moment am anderen sind die weg. Da darf man sie nicht lang spielen beim Wassermann. Das klingt sehr beunruhigend, Frau Rogers. Ja, wirklich beunruhigend. Also da sind sie grantig, da wollen sie nicht mehr. Da zeigen sie dir's. Sie wollen dann ihre Ruhe, Gelassenheit, ihre Freiheit.
sehr gut unterwegs, die Wassermänner, wieder. Also sie haben sich auch ein bisschen aus diesen saturnischen, waren ja die Saturnkinder, Saturn hat die ja ordentlich auch im Griff gehabt. Da haben sie sich aber schon seit dem Herbst sehr gut befreit. Super, also auch da schöne Aussichten. Und zu guter Letzt die Fische. Ich bin auch ein Fisch, deswegen höre ich jetzt ganz genau zu für Watchers. Wie wird denn das nächste Jahr? Ich möchte nur Tolles hören. Also liebe Bianca, die ganz romantischen Fischlein sind ja die romantischen, gutmütigen Sternzeichen. Ja. Sind ja auch gerne im Sozialen, helfen ja gerne. Saturn kommt auf Besuch zu den Fischen. Das heißt schon, dass man gewisse Dinge ordnet. Man will auch teilweise sich wohnlich verändern. Man baut was aus, man macht was Neues. Natürlich auch sehr viel Arbeit bei den Fischen. Ja. Aber der Fisch ist ja sehr überlegt, wenn er was macht. Das muss ich ja schon sagen. Sie gehen nicht so spontan hinein. Also wenn der Fisch etwas anders hat, bleibt er lieber, bevor er woanders reingeht. Und die Gewohnheit und Beständigkeit ist dann doch die sichere Variante, gell? Ja. Ja, sie sind sehr gutmütig. Was ich beobachten kann, dass sie vielleicht durch den Saturn stärker werden. Sie lassen sich nicht mehr so unterbuttern, weil der Fisch ist ja immer das, der alles, was die anderen sagen, rennt, dann macht er der Fisch. Und die anderen hauen am Fisch hin. Also ich glaube, da lernt der Fisch jetzt mit dem Saturn schon Grenzen zu setzen. Auch wichtig. Sehr gut. Ja. Und die Liebe für alle Fische, was kann man da noch sagen? Also viele Fische waren jetzt sehr, sehr positiv unterwegs. Man muss also schauen, wo die Venus steht. Aber sie sind eher sehr beständige Sternzeichen. Sehr gut. Abschließend noch, Frau Waters, Ihr Resümee für 2023 allgemein. Wie wird das Jahr? Wir stehen sicher auf einem sehr Veränderungsweg. Aber ich muss wieder sagen, ohne Veränderung kann nichts Neues wachsen. Ja. Das neue Wachstum. Wir werden mitgehen. Und ich glaube, es ist immer glücklich, dass wir in Österreich leben, da gut aufgefangen sind, da eine gute Basis haben und natürlich werden wir das alles gut überstehen. Ich hoffe auch. Ja. Ihr Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt. Ja. Vielen Dank, Frau Rogers. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren. Es war ganz fantastisch, mit Ihnen darüber zu sprechen. Das heißt, wir wissen jetzt, wer Glück haben wird, ja, wo es ein bisschen härter wird, wo aber auch vielleicht die ganzen Hürden, die waren, jetzt endlich sich zum Guten wenden. Auch das ist ja schön. Und das andere Gute ist ja, es wird ja irgendwann wieder das Jahr kommen, oder? Auch wenn man jetzt gehört hat, das nächste Jahr ist nicht so meines, dann ist es 2024 wahrscheinlich, oder? Eben, versteht auch Veränderung. Aus Veränderung, das Schicksalsrad dreht sich. Ja, sehr gut. Und wie gesagt, im Jahreshoroskop 2023 alles zu nachlesen. Ich nehme dieses Stückchen gleich mal mit. Ich werde gleich mal schauen, wann ich was hier plane. Finde ich grandios. Danke Ihnen vielmals. Ja. Danke, so gesehen, Bianca. Ein wunderschönes 2023. Danke. Natürlich auch.